Spielen wir jetzt das zweite Instrument ein. So. Nämlich auch den Nexus. Dann hören wir die Sounds mal so durch. Weiß ich selbst noch nicht, was ich da nehme. Ich lasse mich jetzt einfach mal von den Sounds inspirieren. So, da brauchen wir jetzt einen Synthi-Bass. Bass ist ja ganz gut, aber ich hätte da mehr Durchsetzungskraft. Das ist jetzt alles nur grob erstmal. Das ist ein freies Plugin. Das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Ja, ich höre jetzt einfach mal so die ganzen Klänge durch. Einfach mal ausprobieren. Ich werde das Instrument 4 jetzt kopieren und der OBX spielt jetzt diese MIDI-Dateien. Wir reduzieren die Lautstärke vom OBX. Geben wir jetzt noch einen Kompressor dazu, zu dem Instrument 4. So eine grobe Einstellung. Da fehlt irgendwie was. Könnte ich mir so ein perkussiver Sound vorstellen? Eine Mute-Gitarre vielleicht? Suchen wir mal nach. Um einen Überblick zu bekommen, hören wir das Ganze von vorne. We those lick, so come on,
tell me how you like it. Need that it clicks, so come on, show me how you. We're so electric, everybody know we got the lightning. We're getting hectic, everybody gonna lose control. Raise your glasses up, you know we got this down. You know we got this down, you know we got this down. Let those bottles pop, we're gonna run this down. We're gonna run this down, we're gonna run this down. Könnte ich mir vorstellen, so ein FX am Anfang zu machen. Ja, der könnte passen, ja. Ja, Freunde, das war ein Beispiel, wie man einen Remix angehen kann. Wir haben das quasi jetzt live on the fly für euch mal gemacht, wie wir uns an so einen Remix rantasten, welche Ideen, Gedanken wir haben, was wir ausprobieren und so weiter. Einfach mal ein kleiner Einblick. Und eurer Kreativität ist natürlich keine Grenze gesetzt. Tobt euch aus, haut rein. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei eurem Remix und freuen uns auf eure Einsendung.